Seid ihr alle bereit? Jo. Ja. Ja. Jo. Okay. Starte ich auch mal. Kommt immer die erste Frage, ob alle bereit sind und dann selber starten. Ja. Okay. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und wie der ein oder andere vielleicht schon erkannt hat, bin ich diesmal nicht im Singleplayer, sondern hier sind noch andere Menschen. Keine Ahnung, wer das alles ist. Die stellen sich gleich noch vor. Und wir spielen Vanilla auf einem Server, der die ganze Zeit online ist, für jeden frei zugänglich. Jeder kann so viel aufnehmen, wie er möchte. Er kann 100 Stunden am Tag raushauen, wenn er Bock dazu hat. Und wenn er es zeitlich irgendwie schafft. Und ja, es gibt ein paar Regeln. Natürlich wird hier nicht gegrieft, geklaut oder gecheatet. Und es werden auch nicht einfach irgendwelche Menschen umgebracht. Außer man hat die Erlaubnis von denen dazu. Wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendein PvP machen möchte. Keine Ahnung, wir können hier alles machen, was wir wollen. Der Spawn ist hier dieses Plains-Biom und alle angrenzenden Biome daran. Das heißt, hier werden nur Community-Gebäude gebaut. Das können sein zum Beispiel Shops oder andere Sachen. Oder sowas. Und oh, jetzt regnet Regen. Es schon wieder. Regen, Regen. Ja, wir wollen mehr davon. Los. Machen wir den Sonnentanz. Genau. Und Grundstücke kann jeder so viele haben, wie er möchte. Natürlich sollten es nicht zufällig sein, nicht 100.000 Stück oder so. Und jeder kann da bauen, wo er möchte und was er möchte. Und ja, fangen wir einfach mal an, uns vorzustellen. Wir fangen mit dem hier an. Wer bist du denn? Ich bin der Noobs Play. Aha. Okay. Bin ich jetzt dran? Weiter. Das war kürzer, als ich dachte. Jetzt, ich bin Makusa Tsukata. Und ich bin Cypod bzw. Crossing Wolfie, je nachdem. Extra verwirrend. Ja, ich bin Lord Toad LP. Und ich der Cody Let's Play. Und ich bin der Mies Steve. Ja, ich bin der Arne von Track Record Games und hab einen scheiß Namen. Ja. Yeah. Glückwunsch. Danke. Ich bin der Mining Cube. Hier, Mining Cube am Start. Der TV Coach. Ja, ich bin Aikira von Aikira Games. Jo, yeah, das war's. Yeah. Und ich bin Downtree übrigens. Hab ich noch gar nicht gesagt. Alles sind noch in der Videobeschreibung verlinkt. In der Mitte steht dann der alte Sack und scheucht uns durch die Gegend. Au, au! Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann in den jeweiligen Aufnahmen. Das war's so mit der Einleitung, glaube ich. Ja, genau, das war eine schöne Einleitung, glaube ich. Dankeschön. Schön, ich hab auf mich tagelang drauf vorbereitet. Ja. Hat man gemerkt, ja. Hat man super gemerkt. Ich weiß. Oh, herrlich, ey. Okay, bis dann. Tschüss. Ah, ja. Tschüss. 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 Ciao. Ey, es reicht. So, ich glaube, da teilen wir uns mal auf. Hallo und herzlich willkommen nun auch auf meinem Kanal zu dem Projekt Corecraft gemeinsam mit Lord Toad. Hallo. Hallo und dem Crossing Wolf LP. Wir sind hier ein bisschen an einer anderen Stelle. Das könnte man vielleicht jetzt erstellen. Also das ist natürlich genau das gleiche wie vorher. Es hat sich hier nur alles verändert. Nee, wie erklärt man das jetzt so, dass wir nicht ganz blöd dastehen? Also es ist ja so, wenn man sich mal diese Liste anguckt, dann haben wir da so ein paar Tode hinter uns und der Wolf hat sich jetzt mal die Arbeit gemacht und hier ein paar Meter weiter vom Spawn entfernt, weil wir waren auch zu nah am Spawn dran, jetzt einen neuen Berg gefunden, wo man super eine Hütte reinbauen kann. Wir haben jetzt hier schon wieder unsere Farm und wir haben wieder so ein kleines Häuschen. Ich habe alles gerade was wir aus der Truhe hatten, außer die Enderperle, die habe ich unterwegs gefunden und die drei Wolle mit hier rüber geschleppt, damit wir jetzt hier vernünftig mal uns einquartieren können. Das erste, was ich praktisch mache, ist, reicht das eigentlich, wenn man sich ins Bett reinlegt? Für was? Nee, also, das, oder du kannst, also mach auf jeden Fall mal, dass du zumindest mal einen hast, aber das Bett muss da bleiben.
Ja, das muss da bleiben, aber reicht das, um den Spawnpunkt zu setzen? Also, dass der weiß, ey, ob der. Ja, ich weiß es nicht. Ich würde es auf jeden Fall mal machen, damit das zumindest mal gedingst ist. Ich würde es. Naja, es wird schon schief gehen. So, also was ich jetzt auf jeden Fall habe, ist Essen und so weiter. Wir haben auch hier eine Truhe, ne? Ja, ach Gott, da ist aber schon ein bisschen was drin. Und da packe ich jetzt einfach mal alles rein, was ich hier gerade so unterwegs noch mitgenommen habe. Und ich baue Holz ab, damit wir endlich mal hier eine Hütte bauen können, die Platz bietet für zwei Personen. Ich meine, selbst die eine, also das ist selbst für eine Person ein bisschen, naja. Und es gibt Finze. Was? Finze? Ja. Das ist super. Super? Das ist eine super schöne geil. Studentenbude, so von der Größe. Ja. 10 Quadratmeter. Nicht mal, nee, das sind ja noch weniger. Das sind ja da nur 9 oder 8 oder so. Ist ja ganz. Ja, und dann bauen wir praktisch genauso, wie wir letzte Mal gesagt haben, da den Berg so. Ja, dran. Und halt jetzt einen anderen Berg. Ja, ist richtig. Ja, und beim ersten Berg da, das Haus, das können wir ja irgendwann noch zu einem. Ja, warum dürfen wir nicht am Spawn bauen? Ja, da kommen ganz viele tolle Spawn-Gebäude hin, weil, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wie man das ganze Gebiet vollbauen möchte, aber ja, ich möchte gar nicht hinterfragen. Ich bin auch mal gespannt, also ich wer da was baut und so weiter. Aber es wird sicherlich super werden. Ganz sicher. Ganz klar, gar keine Frage. Ja, ich soll ja einige Spawn-Gebäude bauen, weil ich ja hier so der Bauking bin. Du bist der Bauking? Ich bin der Bauking. Okay. So. Immer so und auch noch schön gleichzeitig, ja. Synchron. Es ist heute im Übrigen, was ist denn heute? Sonntag, ne? Ja. Es ist Sonntag und morgen kommt praktisch die Folge oder soll sie rauskommen. Das war jetzt alles so ein bisschen hakelig bei uns mit dem Aufnehmen. Ja, wir sind da spontan. Ja, wir sind spontan. So muss also es sein. Also so muss es sein, weil sonst ist es nicht lebendig, das Video. Das merkt ihr ja selbst, ne? Ja. Ja, also das ist alles eigentlich geplant, spontan quasi. Genau. Und das ist geplant ist spontan? Ja. Ja. So. Ich will aber diese blöde Hütte hier unten gar nicht haben, ey. Ja, das ist ja auch nur echt, damit zwei Betten Platz haben und dann bauen wir. Guck, ich baue das jetzt hier noch ein bisschen größer. Ich leg mir. Ah, du kannst nur bei Nacht schlafen. Ich. Hab ein bisschen Angst. Ja, dann geh halt nicht aus dem Haus raus, so wie das alle Leute machen, die Angst haben. Nee, das meine ich nicht. Ich meine eher wegen, ich baue jetzt dein Bett ab, ne? Oh, das ist schlecht. Ja, eben, weil sonst haben wir ja hier, das muss ja weg jetzt. Wieso muss das weg? Ja, sonst steht das da blöd rum. Ja, das ist doch egal. Ja, lassen wir es stehen, es wird schon irgendwie schief gehen. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Platz für uns beide. Ja. So. Klopp dran. Jetzt ist das natürlich wunderschön, dieses Haus. Ich denke mal, ich fänd's ganz cool, wenn wir hier unten halt so ein Farmgebäude hinter hätten, irgendwie in 200 bis 300 Folgen. Und dann vom Berg oben unterirdisch praktisch hier hinkommt. Das wäre natürlich auch episch, aber bis das dann das mal so weit sein sollte. Das können wir problemlos machen. Ich würde sagen, wir lassen dann diese Hütte hier stehen und später bauen wir das dann. Ach nee, genau. Ich habe alles jetzt im Inventar. So, die Saplings kommen nochmal raus. Bau das hier hinten hin und dann kommt da nochmal der ganze Scheiß rein. Also, sehe ich genauso. Nicht Scheiß, nein, also natürlich, ganz tolle Produkte, Bio, supergeil. So. Ah, leck mich, also. Okay. So, ich weiß nicht. Was ich ganz cool fände, ich weiß natürlich nicht, ich bin mal sehr gespannt, ob hier in der Nähe irgendwie irgendwelche Viecher sind, die wir mal anlocken können, so vor allem Kühe. Also zwei Kühe wären schon. Ja, bau mal erstmal einen Stall, bevor du mit Anlocken beginnst. Ach, einen Stall, da mache ich dann Zäune drum und dann hat sich die Sache. Aber wäre schon mal schön, wenn jetzt gerade zufällig jemand in der Nähe ist. Ich pflanze gerade Wald nach und ach, ganz wichtig, die ganzen Blumen bitte mitnehmen, weil ich finde, ehrlich gesagt, das ist echt schön, dass es jetzt in Minecraft viele Blumen gibt. Wenn du dir das hier anschaust, wenn du da lang gehst und überall stehen so echt geile Blumen rum, das ist irgendwie, das finde ich schick. Das ist eines der ersten wirklich schönen, also bautechnisch schönen Neuerungen in Minecraft, die sich lohnen. Weißt du, was ich gerade schön finde? Was? Dass wir direkt einen Lavasee an der Oberfläche neben unserem Haus haben. Findest du es gut? Ja. Können wir gleich ein Enderportal bauen, damit wir mal hier zum Dings kommen. Wobei ich, ja, das können wir super machen. Super Idee, ja, das ist bestimmt, wir sterben so überhaupt gar nicht, dann lass uns doch mal ins End gehen. nein, nicht Enderportal, ich meine natürlich Nether, aber. Achso, ja, weil am Spawn stehen auch ein paar. Stimmt.
Ja, ja, ja. So die Abkürzung jetzt, aber ja. Naja, gut, also achso, das ist eine Oktopussy, okay. Mein Gott. Gut. Warum habe ich denn jetzt schon wieder kein Essen mitgenommen? Es war mal wieder so wahnsinnig intelligent. Hast du dir eigentlich irgendwie überlegt, wie wir das jetzt bauen wollen? Es ist Nacht, ich würde jetzt mal kommen hier. Es ist nicht Nacht, es regnet. Es regnet nur? Es regnet nur. Jetzt dein Ernst? Yes. Das wird doch Nacht, ach, das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, es wird vielleicht auch gerade Nacht, aber es regnet ja, halt. Ja, komm, wir gehen jetzt schlafen, Mann. Ach nee, genau, Downji. Hä? Aber wir können uns trotzdem hinlegen. Ja, leg mich mal ins Bett. Klappt das? Ja, es klappt. Oh. Ja, auf jeden Fall, ja. Deswegen stehe ich nochmal auf und mach die Tür zu und jetzt komm rein. Hallo, es regnet, komm rein. So. So. Es ist ein bisschen... Achso, mit G. Also es ist ein bisschen ein Problem. Oder ins Bett. So. Geh mal weg. Geh mal weg. Hey, geh mal weg. Ja. Hey, geh mal weg. Oh, es hat geklappt. Ach, Heiliger, hast du übrigens auf die Zeit geachtet? Ja, aber natürlich. Ich bin noch Profi. Du bist Profi? So, es ist Nacht. Wir können, also uns kann praktisch jetzt nichts mehr passieren. Ich habe noch 4 Steaks im Inventar. Und, pass auf. Guck mal, komm mal her. Komm mal da her, oben Schätze. Ist ein Schaf. Yes. Aber hier sind noch viel mehr Schafe. Komm mal her. Wir müssen jetzt mal kurz planen. Ja. Ich will jetzt hier nicht so viel blöd rumstehen. Also, guck mal. Du siehst ja den Wasserfall, ne? Mm. Den kann man doch erkennen, oder? Ja. Und da sind ja, ein bisschen, ja links neben dem Wasserfall diese 2 helleren Blöcke, die neu sind, ne? Ja. Ja. Und ich würde jetzt, dann ist ja da drüber Gras, ne? Also ja. 3 Blöcke drüber. Und da würde ich unsere erste Ebene bauen mit dem Haus. Okay. Schön, dass du ja sagst, danke. Ja. Ja. Du bist auch einer, der Türen immer von innen baut, ne? Das finde ich, boah, ganz blöde. Was findest du daran blöde? Ich finde das hässlich. Also von innen sieht es wunderschön aus, aber von außen geht es so gar nicht. Das geht ja was, mal ich gar nicht. Ich finde es von außen schön, weil dann wenigstens das Haus schon Tiefe hat, selbst wenn da gar keine Tiefe drin ist. Nee, ach, ist egal. Ne, das ist sowas von 2010, dass man das so baut. Ich fange jetzt einfach mal an, da oben diese Platte zu bauen, denn dann haben wir gleichzeitig mal den Start für unser Berghütchen und zum Zweiten auch ein bisschen Farmerama. Das ist ein Creeper, den muss ich natürlich gleich töten, weil ich ja so ein Experte bin. Ich sehe es schon explodieren. Ja, ich auch. Ja, aber das... Einmal noch. Ich habe ihn tot, ich habe ihn tot, ich bin ein Genie. Er hat ihn tot. Yes. Ein okay. Echtes, waschechtes Genie. Ich möchte das gar nicht bezweifeln. Ja, das darfst du auch nicht. Danke. So. Und ich baue jetzt wieder Bäume ab, also ich mache mal noch mehr Holz und ich würde sagen, wir beginnen mit Eichenholz, damit wir wenigstens eine Holzart haben, die man hier viel findet. Boah, du bist, Alter, ey, nee, was das du ist Birkenholz. Was ist das hier eigentlich? Birke. Was, ja, das ist eine Birke im Atrondal, sieht es aus, ach, das ist doch scheiße. Sorry, ey. Sorry, Mann. Ist echt bitter. Was ist es? Eine Birke? Was? Ja, es ist hell, also ist es dabei eine Birke. Naja, wir beginnen auf jeden Fall mit... Beginnst du jetzt mit Birkenholz? Ich hab... Was ist das? Eiche müsste es sein. Ja, Eiche. Eiche. Standholz. Was es von Anfang an gab. Nicht hell, sondern normal. Eiche. Das braune, nicht das weiße. Ja. Ja, nee, also ich habe halt ein Texture-Pack und da sind die Farben irgendwie, frag mich nicht. Ach. Okay. Baum. Boom. So, jetzt. Nein! Was war los? Das war ja brillant. Warum ja, beginnst du eigentlich mit so Slabs? Weil ich Slabs hier an den hier cooler finde, dann ist das nicht so wuchtig. Nicht so wuchtig, genau. Ja, ich würde es aber eh nicht so weit rausstehen lassen. Ich würde es mehr in den Fels buddeln. Ja, kommt ja, aber 2 Blöcke müssen ja auf jeden Fall, hier sollen ja noch so ein Zaun. Und ich würde auf jeden Fall einen Abstand machen zum Wasserfall und dann da ein Fenster hin machen, sodass man... Au, ja, das kommt doch, das ist doch jetzt nur noch eine Bauplattform für mich, dass ich nicht runterplumps. Und wie kommst du da immer hoch? Also ja. Das war nämlich auch unser letztes Problem, ja, aber das letzte Mal unser Problem, dass wir da gar nicht... Hoch komme ich einfach, indem ich mich hochstecke, mehr oder weniger.
Das müssen wir doch hinterher. Das ist geil. Warte, ich baue jetzt eine Schaufel und eine Spitzhacke. Das ist doch nicht so kompliziert. Wir sind hier nicht im Creative Mode. Das heißt, wir müssen erstmal langsam anfangen, erstmal Rohstoffe sammeln und dann können wir uns darum kümmern, dass es cool wird und wir da vernünftig reinkommen. Solange müssen wir halt hier hochspringen. Aber es ist Teil meines Konzepts, dich mit solchen Problemen zu nerven. Okay. Also. Das ist ein schlechtes Kanalkonzept. Kannst du das bitte ändern? Oh, das finde ich jetzt fies. Ja. Das finde ich jetzt richtig fies. Nur weil du nicht springen kannst, ey. Ja, genau. Genau. So, was für Springen überhaupt? Moment. Was springen? So, ich habe Knochen. Falls da irgendwann mal ein Wolf vorbeigelaufen kommt, dann ist es meiner. Ich sehe einen. Du siehst einen? Willst du mich verarschen? Echt? Wo? Ja. Bitte sag. Der steht auf unserem Haus. Scheiße. War der nicht gut? Der war gut, oder? Ja, der war richtig gut. Der war verdammt gut, du. Der war richtig, du. Der war gut. Und diese neuen Blöcke sehen aus wie Gravel, muss man aber mit der Spitzhacke abbauen. Das finde ich echt unschön, weißt du? Ja, das ist Granit. Das ist nicht Granit, das ist... Was anderes, ja, okay, dann ist was anderes, aber halt... Whatever it is. Whatever it seems to be. Andesite, so. What? Auch immer, okay. Andesit, wahrscheinlich, keine Ahnung. Blaue. So, das muss ich jetzt leise machen, weil bestimmt darf ich das wieder nicht. Was denn? Nichts. So. Ich grab mich gerade zu dir. Warum gräbst du? Ach mein Gott. Ich baue jetzt eine Treppe, Mann. Ich bin... Ich glaube, das wird noch ganz böse mit uns beiden, du. Ja, ich glaube, wir werden am Ende uns einfach nur noch prügeln. Ja. Nein, ich will das so bauen. Das sieht scheiße aus. Das ist genau mein Kanalkonzept. Wie hast du das alles wieder durchschaut? Naja, ich habe mir deinen Kanal angeguckt. Ja, Der Name sagt ja schon alles. Ja. Findest du scheiße, wa? Ja. So. Gut erkannt. Du hast nicht zufällig schon Eisen oder sowas in der Richtung, Nee, aber ich habe Erde. Hey, so toll. Daraus baue ich mir jetzt erstmal eine Spitzhacke. Aber ich habe Stein. Auch das sehr geil. Super geil. So, Was? Wieso komme ich nicht bei dir an? Das ist ja richtig. Ich komme einfach nicht bei dir an. Das ist kein Witz. Ah, doch, jetzt. Ich glaube, du bist zu weit hinten. Kann man jetzt eigentlich inzwischen Slabs endlich mal mit vernünftig abbauen? Also mit einer Axt und nicht irgendwie. Das geht schon voll lange. Soweit ich weiß, jedenfalls. Und weißt du, was auch voll lange ging? Richtig, diese Folge. Dementsprechend sehen wir uns nächste Mal wieder. Aha. Bis dann. Tschüss.